Herzlich willkommen zur Premiere unseres neuen Veranstaltungsformats Literaturhaus.Salon. Mein Name ist Christian Schneider, ich bin der Leiter des Literaturhauses Deutsche Bibliothek Den Haag und Autor der Krimireihe Tatort Märchenland. Wenn Sie uns noch nicht kennen, unser Literaturhaus befindet sich in der Witte de Wittstraat 31 bis 33 inmitten des Seeheldenquartiers. Literaturhaus.Salon. Kommen wir gleich zu, warum das einen Punkt hat. Wir möchten hier ein abwechslungsreiches Programm anbieten mit Lesungen, Buchpräsentationen, Podiumsgesprächen zu Literatur, Wissenschaft, Kunst und Gesellschaft. Und der Literaturhaus.Salon möchte eine moderne Form, als moderne Form eine Tradition fortsetzen, die vor rund 200 Jahren in Berlin begann. Für gewöhnlich findet der Salon als Präsenzveranstaltung statt, aber wegen der Einschränkungen jetzt in der Corona-Pandemie müssen wir auf das Digitale, auf das Virtuelle ausweichen und daher kommt der Punkt. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute Abend als ersten Gesprächspartner unserer neuen Reihe Martin Meyer, Autor Martin Meyer, grüßen dürfen. Hallo Martin, Hallo. Einen schönen Abend ins Frankenland. Wie geht es dir? Dankeschön, ein herzliches Grüß Gott, hätte ich jetzt fast gesagt. Also guten Abend aus Franken. Ja, sagt man bei euch Grüß Gott? In Franken sagt man auch Grüß Gott, ja, nicht nur in Bayern und in Österreich, gut. Bei uns. Ja, der Martin und ich, wir kennen uns vom Bundesverband junger Autoren und sind auch beide Mitglieder im Syndikat. Ja, leider haben wir vorgestern erfahren, dieses Jahr nicht auf die Kriminale, das Jahrestreffen des Syndikats fahren können, weil wir gestern die Nachricht bekommen haben, dass es ausfallen wird. Aber jetzt freue ich mich sehr, dass du hier bist. Ja, ich freue mich auch und freue mich schon sehr auf das Interview mit dir. Dankeschön nochmal für die Einladung. Okay, das ist unser Problem gewesen. Ja, jetzt möchte ich Ihnen den Martin Meyer. Er hängt, aber das. Aber wir werden einfach weitermachen. Martin, bitte einfach sprechen, auch wenn das Bild hängt. Meistens kann man dich auch noch verstehen. Also, Martin Meyer ist 1967 geboren, hat Jura studiert und war als Staatsanwalt und Richter tätig. 2007 schied er aus dem Justizdienst aus und begann zu schreiben. Romane, Kurzgeschichten und Gedichte. Er schreibt, in seinen Texten spürt man den Wunden und Brüchen im Menschen nach. Das finde ich eigentlich eine sehr schöne Bezeichnung. Ja, ein juristisches Fachwissen gibt er auch gerne als Dozent weiter, zum Beispiel am 13. Februar für einem BVJA-Seminar. Und er ist musikalisch auch tätig. Er spielt Orgel und Posaune. Genau. Da schreibt er auch, so gilt sein Ohrenmark, stets dem Dreiklang von Sinn, Text und Wort. Da kommt dann der Textweber, der Wortweber oder Textweber? Wie war das? Textweber, ja. Textweber, Amerika, kommt dann nicht heraus. Genau. Okay, dann kommen wir mal zu Karl Valentin und Liesel Karlstadt. Also bevor wir jetzt den falschen Karl Valentin kommen, sollten wir uns erstmal den realen Akteuren nähern. Karl Valentin würde auch als der deutsche Charlie Chaplin bezeichnet. Stellen Sie uns doch bitte mal kurz vor. Ja, er war ja auch ein ganz außerordentlicher und vor allem sehr, sehr vielseitiger Künstler. Er war ja nicht nur Schauspieler und Autor, er war auch Musiker, Sänger. Er war sein eigener Filmregisseur und vor allem hat er auch gebastelt. Hat sich seine Kulissen und seine Requisiten selber gebastelt. Das konnte er deswegen, weil er eigentlich vom Beruf Schreiner war. Das lag auch an seiner Herkunft. Der Vater von Karl Valentin betrieb in München rechts der Isar im Stadtteil Au ein Tapezier- und Speditionsgeschäft. So war eigentlich, jedenfalls zur damaligen Zeit, es eigentlich fast beschlossen, dass Karl Valentin, das einzige Kind, das überlebt hat aus der Familie, dass der dann in die Fußstapfen des Vaters tritt. Er hat dann auch den Beruf des Schreiners gelernt,
also eine fachnahe Ausbildung durchlaufen. Aber dann hat er den Nagel, kann man heute noch im Valentin-Karlstadt-Museum in München besichtigen, hat er den Schreinerberuf an den berühmten Nagel gehängt. Und zwar schon bevor der Vater verstorben ist. Der starb relativ früh und dann ging es natürlich die Frage, wie es mit dem Geschäft weitergeht. Und dann hat sich sehr schnell gezeigt, dass der Karl Valentin eben aus einem doch ganz anderen Holz geschnitzt ist und aus dem kein Spediteur wird und auch kein Tapeziermeister, sondern eben ein Künstler. Übrigens, die Eltern stammten beide nicht aus München. Das waren, wie man in München sagt, Zugroste oder Zugereiste. Die Mutter stammte aus Sachsen, in der Nähe von Zittau ist sie geboren, und der Vater aus Hessen, der ist in der Nähe von Darmstadt aufgewachsen. Die Mutter hat bis an ihr Lebensende gesächselt. Der Vater hat natürlich hessisch gebabbelt. Der Karl kam also mit allen möglichen Sprachmelodien, ist er aufgewachsen. Und ich denke, das spiegelt sich auch ein bisschen in seinen Werken, vor allem auch in seiner Musikalität. Ja, dass man ihn als Charlie Chaplin verglichen hat, ihn mit Charlie Chaplin verglichen hat, zum Beispiel auch in den Vereinigten Staaten, das hat schon seinen Grund. Bis in die Vereinigten Staaten gab es in den deutschsprachigen Communities die Kunde, dass da ein ganz außergewöhnlicher Mensch in München zu finden ist. Und so mancher von denen wird sicher auch die Reise nach München mal angetreten haben. Bloß umgekehrt war es schwierig. Okay. Karl Valentin in den USA. Aber ich will jetzt nicht zu viel erzählen. Darum geht es ja dann. Wie ist er denn auf die Bühne gekommen? Ja, er hat seine Karriere als Sänger angefangen, mit so Couplets und so. Meistens war es so bei diesen Revue-Abenden, dass da eine ganze Anzahl von Künstlern aufgetreten sind. Zuerst ein Sänger, dann vielleicht einer, der Pantomime gemacht hat, vielleicht ein kurzes Theaterstück, dann wieder ein Sänger, und so ging es dann so eine Art Varieté mit Nummern. Da hat sich Valentin auf den Bühnen Münchens von den kleinen zu den großen Bühnen vorgearbeitet und von den kleineren zu den größeren Nummern. Aber er hat schon eher mal klein angefangen als Volkssänger, wie es damals in München viele gab. Da war aber nur einer unter vielen. Seine besondere Kunst und seine Sprachgenialität, sein verqueres Denken und seine spontanen Eingebungen, jetzt auf der Bühne zu agieren, ohne dass so ein Stück immer klar umrissen war, das hat sich erst im Lauf seines langen Bühnenlebens herausgebildet. Auch ein Karl Valentin hat mal klein angefangen. Okay, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau, so sagt man ja. Und die Liesel Karlstadt hat den Karl Valentin 1911 kennengelernt. Das war doch der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Ja, zunächst mal hätte jetzt Karl Valentin die Stirn gerunzelt. Er hat Liesel Karlstadt immer nur als seine Bühnenpartnerin bezeichnet. Aber natürlich war die Liesel Karlstadt sehr viel mehr als nur eine Bühnenpartnerin. Auch darin geht es in dem Buch. Aber jetzt vielleicht zunächst mal zu Liesel Karlstadt selber und ihrer Biografie. Ja. Während Karl Valentins Eltern in jetzt nicht großem, aber doch einigermaßen soliden Wohlstand gelebt haben, zumindest anfangs, als Karl Valentin noch ein Kind war, wuchs Liesel Karlstadt also in wirklich ärmlichsten Verhältnissen auf. Die Eltern stammten beide aus Niederbayern und sind dann wohl auch, um in München, in der großen Stadt, sich irgendwie Arbeit und an Geld zu kommen, nach München gezogen. Der Vater war dann Brotschießer, wie wir früher gesagt haben, heute würde man sagen Bäckergehilfe. Und Liesel Karlstadts Mutter hat sich vermutlich als
mit Putzstellen oder dergleichen Tagesbeschäftigungen hat sie also ausgeübt, damit wenigstens noch ein bisschen mehr Geld ins Haus kam. Von den vielen Geschwistern von Liesel Karlstadt sind viele schon früh verstorben und ihre jüngsten Schwester Amalie, eine ihrer jüngeren Schwester namens Amalie, hat Liesel Karlstadt eine besonders enge Beziehung und eine besondere geschwisterliche Beziehung entwickelt. Die beiden haben dann auch eigentlich das ganze Leben zusammengelebt. Und Liesel Karlstadt hat vor allem auch früh Verantwortung übernehmen müssen. Die Eltern sind beide relativ früh verstorben und sie war als die älteste Tochter dann auch in der Verantwortung, da die Familie und ihre Geschwister zu ernähren. Sie hat dann zunächst eine Stelle in einem Münchner Warenhaus angenommen, aber es ist dann schon sehr früh, 92 ist sie geboren, so um 1908, 1910 hat sie dann begonnen, mit so Volkstheatergruppen auf Tournee zu gehen, wo sie dann sich natürlich auch von klein auf zu etwas größer hat, hochgearbeitet hat und dann doch immer relativ größere Engagements und Rollen bekommen hat, weil man hier halt einfach ihr Talent erkannt hat. Und bei einer ihrer Auftritte mit einer derartigen Gruppe, das muss 1911 gewesen sein, sind sich die beiden dann begegnet, also Liesel Karlstadt und Karl Valentin. Karl Valentin hat es, wie es seine Art war, sie zunächst einmal bei ihrem ersten Kennenlernen ein bisschen schroff angepackt, aber im Grunde genommen war er auch von ihr fasziniert. Und so begann also 1911 eine Partnerschaft, die also über mehrere Jahrzehnte, eine Bühnenpartnerschaft, die also über mehrere Jahrzehnte hinweg angedauert hat. Dass da natürlich noch mehr war als nur die Bühnenpartnerschaft, das gemeinsame Spielen auf der Bühne, war allerdings in München kein Geheimnis. Mhm. Und auch darum dreht es sich auch dann in meinem Roman. Das besondere, wirklich delikate Verhältnis zwischen den beiden zu illustrieren. Okay, wir sprechen, du hast gesagt, mehrere Jahrzehnte Zusammenarbeit. 25 Jahre Zusammenarbeit, mehr als 400 Sketche und Komödien. Das ist ja eine ganze, wirklich, es ist wirklich eine Leistung, was die da geschaffen haben. Wie lief denn die Zusammenarbeit zwischen den beiden ab? So wie ich es verstanden habe, hatte der Karl Valentin den Einfall und sie haben dann gemeinsam den Sketch weiterentwickelt. Das haben sie ja auch in deinem Buch gemacht. Das wird ja auch dargestellt, das ist auch Fotografen-Sketch. Und was auch noch ganz besonders ist, die haben dann zusammen gespielt und da er sich den Text nicht merken konnte, musste sie ihm immer so flieren. Ja, wie ist das allgemein, wie haben die zusammengearbeitet, die beiden? Ja, sie haben sich ihre Kunst quasi zu zweit selber erschaffen. Ausgangspunkt war in aller Regel eine Idee von Karl Valentin, über was man ein Stück schreiben konnte. Er hat ja oft auch Alltagsszenen zu Stücken gemacht. Es stand immer nur eine grobe Idee am Anfang. Und dann haben sich die beiden einfach drüber unterhalten. Zunächst einmal noch nicht quasi bühnenreif, sondern einfach im Dialog den Stoff sich entwickelt. In dialektischer Rede und Gegenrede. Meistens war es dann so, dass Liesel Karlstadt die Fragen gestellt hat und Karl Valentin sie beantwortet hat. Wobei die etwas verquere Denke des großen Künstlers Karl Valentin natürlich auch mal zu sehr seltsamen Ergebnissen geführt hat oder dass sich der Dialog dann mehr oder weniger im Kreis gedreht hat oder dass sie sich am Schluss daraufhin verständigt haben, dass sie halt einfach nicht die gleiche Weltanschauung haben. Aber bis zu dieser Erkenntnis hat es immer recht lange gedauert und die Dialoge zwischen den beiden, so wie sie in vielen Stücken, zumal in den Stücken, wo sie nur zu zweit waren, es waren ja sehr viele, auch Dialoge, kurze Szenen, in Rede und Gegenrede ein Thema, zum Beispiel den Zufall oder irgendwas, eine Szene in einem bestimmten Geschäft oder in einem bestimmten
beim Arzt war auch sehr gefragt, weil Karl Valentin ja sich viel mit seiner eigenen Gesundheit beschäftigt hat. Und nie war ein Dialog wirklich fertig. Der wurde dann schon irgendwann auch zu Papier gebracht und bekam dann sozusagen seine endgültige Fassung. Aber bis dahin hat man gerne, haben die beiden immer experimentiert und dann auch auf der Bühne spontan auch mal was abgeändert, wenn es sich ergeben hat. Oder wenn die Leute an einer bestimmten Stelle besonders gelacht haben, dann haben die beiden das gleich ad hoc irgendwie weiter gesponnen und improvisiert. Es ist ja das Faszinierende an den beiden auch gewesen, dass die beiden sich immer irgendwie auf der Bühne, auch in schwierigen Situationen, weil Valentin tatsächlich öfter seinen Text irgendwie vergessen hat oder einen Hänger hatte. Es war ja auch so, der hat großes Lampenfieber immer gehabt, Karl Valentin. Und da war Liesel Karlstadt, die etwas ruhigere, geerdetere, dann immer der ruhende Pol und hat ihn dann beruhigt und ihm natürlich auch öfter souffliert. Ja, diese Unruhe, diese latente Unruhe hat man dem Karl Valentin immer angemerkt. Es lag sicher auch daran, dass er Asthmatiker war, denn man macht ja oft die Erfahrung, dass Menschen, die an Asthma leiden, oft nicht nur kurzatmig, sondern auch nervös und hochgradig erregbar sind. Und das war bei ihm einfach so. Da wären wir doch mal gerne dabei gewesen bei diesem, ja, wie Sie Ihre Stücke entwickelt haben, diesem kreativen Prozess. Genau. Ja, also das war immer ein Work in Progress. Da gab es dann irgendwann mal sicher mal eine halboffizielle Bühnenfassung, die man dann auch sicher dann eine Zeit lang gespielt hat. Oft war es ja so, dass die Engagements so waren, dass sie immer 3 oder 4 Monate an einem bestimmten Ort aufgetreten sind, zum Beispiel im Kolosseum oder im Apollo-Theater oder in anderen Sälen in München. Und dort haben sie dann immer über einen gewissen Zeitraum immer das mehr oder weniger das gleiche Programm gespielt. Natürlich dann auch immer bewährte Sachen und sicher auch dann auch neue Sachen. Und bei den neuen Sachen konnte es halt dann sein, dass sich so ein Dialog dann vielleicht im Detail dann doch ein bisschen anders entwickelt hat, bis er sich eben im Zuge der vielen Abende, bei denen sie immer das gleiche Stück gespielt haben, sich also quasi die endgültige Fassung herauskristallisiert hat. Die haben sie dann schon auch zu Papier gebracht. Aber wie gesagt, es war halt immer so, dass der Schreibtisch von Karl Valentin, der war immer mit Bastelsinn, Werkzeug belegt. Sicher hat er da auch mal dran geschrieben, aber das ist ja das Faszinierende an ihm, dass er auch handwerklich so geschickt war und wirklich sich immer zu helfen wusste, wenn irgendwas kaputt gegangen ist. Umgekehrt war er dann oft auch sehr ungnädig mit seinen Requisiten und hat dann schon auch ab und zu mal was zerdeppert, wenn es ihm nicht gepasst hat. Aber er konnte dann ja wieder reparieren oder sich was Neues zusammenbasteln. Er hatte jetzt, du hast es schon alles genannt, als Bühnenschauspieler hat er wirklich 3, eigentlich 4 schwere Handicaps. Er war ein leidenschaftlicher Hypochonder, er war ein realer Asthmatiker und hatte furchtbares Lampenfieber. Zudem konnte er sich seine Texte nicht merken. Also die Liesel, die hat es wirklich nicht leicht gehabt. Das kann man wohl sagen. Vor allem auch deswegen nicht, weil er natürlich schon ein Stück weit auch erwartet hat, dass sie ihm die Treue hält und dass sie also ihre eigenen Bedürfnisse hintanstellt. Ja, das muss man leider auch sagen. Diese Karlstadt hat ja ihre Weiblichkeit auf der Bühne so gut wie nie ausleben können, weil sie eben auch sogenannte Hosenrollen gespielt hat. Genau, ja. Das gehört halt auch mit dazu, zu dieser ganzen Zweisamkeit und zu dieser vielschichtigen Beziehung der beiden. Da hat sie sicher auch oft drunter gelitten. Unter seinen Stimmungsschwankungen, unter seiner Nervosität natürlich auch. Mhm. Aber diese Nervosität, diese Zappeligkeit war ja umgekehrt auch das, was auf der Bühne so gezündet hat. Mhm. Es war ja nicht nur der Wortwitz, den so einzigartig gemacht hat, auch seine Gestalt war ja schon, er war ja sehr, sehr groß und wirklich sehr, sehr
sehr, sehr schlank und nicht, oder dürr, wie man in München sagt. Da hat an ihm alles geschlottert. Der Gehrock war viel zu weit. Die Hosenbeine haben geschlackert. Allein schon deswegen haben die Leute gelacht, weil das einfach so komisch aussah. Sag ich so ein bisschen tatsächlich wie Charlie Chaplin. Der hat ja durchaus seine Tramp-Rolle gehabt. Und da gehörte dann halt ein Anzug dazu, der viel zu kurz war, ein Stock und alte Schuhe und natürlich der Hut und so weiter. Also gewisse Parallelen gibt es da ja schon. Ja, natürlich. Der Hut war ohnehin immer bei Karl Valentin mit dabei. Hat ihn nie außer Haus gehen sehen ohne Kopfbedeckung. Das war ihm also sehr, sehr wichtig. Ja, also all dieses Besondere, an vieles kann ich jetzt hier an der Stelle auch immer nur kurz andeuten oder kurz davon erzählen, war ja auch noch seine Musikalität. Er hat sich ja autodidaktisch zahlreiche Instrumente beigebracht und in jungen Jahren hat er sich sogar ein Orchestrion zusammengebaut. Aus einer ganzen Anzahl verschiedener Instrumente, sozusagen ein ganz großes Instrument, das er dann auch auf Tourneen mitgenommen hat. Bis er dann irgendwann bei einer Tournee, da war er noch hier relativ jung, wahrscheinlich Heimweh gehabt hat in einem Anflug von Heimweh und Verzweiflung, das gute Stück zertrümmert hat, Schadtrum. Deswegen ist es, soweit ich auch weiß, in Bildern nicht überliefert. Mich hätte es sehr interessiert. Ich bin ja selber Musiker, mich hätte es sehr interessiert, wie das ausgesehen hat, wenn er damit gespielt hat. Zither, Geige, alle möglichen Instrumente hat er beherrscht. Zumindest so, dass er das bühnenreif war. Wie gesagt, alles autodidaktisch. Und ein guter Sänger war er natürlich auch. Er hat ja als Volkssänger im wahrsten Sinne des Wortes angefangen. Gut, dann mal kurz zu einem Panoptikum. Im Buch wird es auch kurz angerissen. Dort noch als Vision. Was war das Panoptikum? Das Panoptikum ist eine Art, wer schon mal im Karl-Valentin-Museum war, weiß, dass da sehr viele originelle Stücke zusammengestellt worden sind, so Gegenstände, über die man schmunzelt. Neben diesem berühmten Nagel, an den er seinen Schreinerberuf gelernt hat, auch sein ominöser Winterzahnstocher, ein Zahnstocher für den Winter, ein Zahnstocher, der mit Fell umwickelt war, und andere skurrile Gegenstände auch. Nur bei dem Panoptikum, das war jetzt nicht nur ein Sammelsurium von kuriosen Gegenständen, sondern er hat es in einem Keller eines Veranstaltungssaals, in dem der Saal Köln-München, Saal, ein Saal, wie hat er jetzt geheißen? Ist mir jetzt entfallen, ist aber auch nicht so wichtig. Da hat er im Keller wohlgemerkt dieses Panoptikum eingerichtet. Das war schon Anfang der 30er Jahre. Da hat er das durchgezogen und sehr viel Geld investiert. Hatte nur das Pech, dass sich das tatsächlich nicht gerechnet hat und es die Kosten nicht erwirtschaftet hat. Deswegen hat er da auch so finanziell sehr, sehr lange daran zu knabbern gehabt. Aber jetzt zurück zum Panoptikum. Es war also ein Kuriositätenkabinett, aber es war eben auch ein bisschen eine Geisterbahn. So wie man sich eine klassische Geisterbahn vorstellt, wo einem dann irgendeine blutige Hand ins Gesicht langt oder irgendein Geist an einem vorbeischwebt. Sowas muss das wohl gewesen sein. Beleuchtung wird es da unten kaum gegeben haben. Dann waren noch ein paar Tische und Stühle mit, also Restauration war da noch angeschlossen. Aber alles eben im Dunkeln. Und so manchem Besucher wird es da auch so zugute gewesen sein, wie jemanden, der in die Geisterbahn steigt und dann plötzlich von einer glitschigen Hand angefasst wird oder die einen in den Nacken oder wie auch immer, oder das Gespenst mit an einem vorbeizieht. So was muss man sich wohl drunter vorstellen. Ja, da haben sie ja beide sehr viel Geld verloren. Die Liesel Karlstadt hat ja auch Geld investiert und auch da große Verluste gemacht. Allerdings. Und vielleicht besteht da später sicher auch noch die Gelegenheit, wenn es um die Jahre zwischen nach 1933 geht, noch ein bisschen was zu sagen. Gerade in die Zeit, als Karl Valentin dieses Panoptikum errichtet hat,
ist Liesel Karlstadt leider in eine schwere Depression abgeglitten. Sie hatte depressive Schübe schon vorher immer wieder mal, aber dann wurde es so richtig heftig. Mhm. Und die wirtschaftlichen Sorgen, nachdem sie also durch ihr Engagement, durch ihr finanzielles Engagement im Panoptikum da auch einen mehr oder weniger Totalverlust erlitten hat, das hat ihr sehr zu schaffen gemacht. Hinzu kam, dass Valentin ihr dann auch noch bei einem ihrer ersten Besuche im Panoptikum mit ein paar Freunden ihr einen Streich gespielt hat, sie also erschreckt hat und mit den ganzen Requisiten oder vielleicht eben mit irgendeiner blutigen Hand, die der Liesel Karlstadt im Dunkeln ins Gesicht gelangt hat. Ich will mir das gar nicht vorstellen, was da passiert ist. Aber das hat ihr offenbar sehr, sehr zu schaffen gemacht. Und die hat. Und immer wenn Karl Valentin wieder mit seinem Panoptikum angefangen hat, er hat dann später noch mehr Versuche gemacht, das nochmal zu eröffnen und diesmal damit Gewinn zu machen. Immer dann, wenn es ging ihm einfach nicht aus dem Kopf, das Panoptikum. Und immer dann, wenn er wieder mit seinem Panoptikum beschäftigt war, dann war häufig so, dass es dann der Liesel Karlstadt gar nicht gut gegangen ist. Also sie hat da schwere Jahre, vor allem zwischen 1934, 35, 36, 37, da waren die beiden nur wenig auf der Bühne, weil sie eben so schwer erkrankt war. Ja. Also da war das ging bis zu Selbstmordgedanken. Also das war wirklich massiv. Dann kommen wir mal in dieser schwere Zeit. Heil, heil, heil. Wie heißt der denn nur? Ich kann mir einfach den Namen nicht merken. Sowas hat er gesagt. Oder er hat auch gesagt, wie gut ist es doch, dass der Führer nicht Kräuter heißt. Weil sonst müsste er ihn mit Heil Kräuter grüßen. Also genau. Er hat dann auch in der Zeit des, wie ging das in dem Nationalsozialismus mit den beiden? Die mussten ja zum Beispiel, um auftreten zu können, Mitglied der Reichskulturkammer sein. Wie sind sie durch diese Zeit gekommen? Ja, mit dem mit diesem Heil, Heil, Heilkräuter, das passt eigentlich recht gut. Karl Valentin hat in der Nazi-Zeit manchmal dazu tendiert oder zu der List gegriffen, so ein bisschen seine subversive Seite zu zeigen gegenüber der Obrigkeit. Das lässt sich in seinem Briefverkehr mit höheren Stellen, den Bürgermeistern der Reichsfilmkammer oder wie auch immer, recht gut nachvollziehen oder mit den Rundfunkanstalten. Da war immer in seinen Briefen so ein bisschen was Subversives, so wie wir es vom braven Soldaten Schweig auch kennen. Mhm. Das war so ein bisschen seine Art, mit der schwierigen Situation umzugehen. Was er auf alle Fälle nicht gemacht hat, anders als so manche anderen Bühnengrößen in München, er hat sich nicht mit den Nazis, hat sich bei ihnen nicht angebiedert. Er hat nicht um ihre Gunst gebuhlt und wann immer es möglich war, die Distanz gesucht. Er war auch nicht Mitglied der NSDAP, obwohl man ihm sicher auch nahegelegt hat, doch der Partei beizutreten. Es ist übrigens auch überliefert, so heißt es zumindest, dass Adolf Hitler Karl Valentin als Komiker durchaus geschätzt hat. Mhm. Vielleicht hat es auch ein bisschen der Grund, dass er immer ein bisschen durchs Raster gerauscht ist. Mhm. Ich weiß nicht, auch nicht, ob er Mitglied der Reichskulturkammer war. Vielleicht hat er sich da auch irgendwie rauslaviert. Er war Mitglied er war zeitweise Mitglied in der Reichsfachschaft Film, weil er ja in den 30er Jahren auch vermehrt versucht hat, im Filmgeschäft tätig zu sein und dort Erfolge zu erzielen. Mhm. Aber wie das jetzt mit der Reichskulturkammer war, vielleicht war es ja so, dass er einfach nicht einzuordnen war. Er war ja nicht nur Autor, er war so vieles. Eigentlich hätte man da bei der Reichskulturkammer vermutlich eine Unterkammer für Universalkünstler gebraucht, die es natürlich nicht gegeben hat. Vielleicht war das der Grund dafür, dass er sich da elegant hat aus der Schlinge ziehen können. Er hat sich auch, wo es immer möglich war, versucht, Engagements im Dunstkreis der Nationalsozialisten zu meiden. 1934 gab es mal eine Zeit, da ist der völkische Beobachter auf ihn aufmerksam geworden und hat ihn in Schwierigkeiten gebracht.
Das war mal eine Zeit, wo er dann mal Zugeständnisse gemacht hat, zwei, drei Auftritte auch hatte im Zusammenhang mit Parteiorganisationen. Aber das war die absolute Ausnahme. Mhm. Er hat immer versucht, wann immer in irgendeinem Saal Nazi-Größen zu sehen waren, hat er immer versucht, sich von denen fernzuhalten, um zu verhindern, dass irgendein Pressefotograf ihn zusammen mit Himmler oder mit wem auch immer mal fotografiert. Da hat er immer also Acht gegeben. Auf der anderen Seite war es keine innere Emigration, wie wir es ja von anderen Künstlern kennen. Er war schon durchaus auch nach 1933 bedacht, als Künstler erfolgreich zu sein und Geld zu verdienen. Natürlich hat er da auch gewisse Kompromisse schließen müssen. Wie war das bei Liesel Karlstadt? Liesel Karlstadt war ja in den ersten 3, 4 Jahren aufgrund ihrer Krankheit gar nicht mehr in der Lage, mit Karl Fallingin zusammen aufzutreten. In den Kriegsjahren, also schon ab 1938 bis etwa 1941, haben dann die beiden vor allem für Rundfunkaufnahmen zusammengearbeitet. In der Zeit hat Karl Valentin gerade in dieser Zeit um zwischen 1938 und 1941 vermehrt auch Szenen und Dialoge für den Rundfunk geschrieben. Zum Beispiel der berühmte Dialog über die Semmelknödel. Genau. Oder eben auch den berühmten Buchbinder Wanninger, auch der ist ein Produkt der Kriegsjahre. Mhm. Die beiden haben dann auch noch auf der Bühne zusammengespielt, aber Liesel Karlstadt hat schon in den Anfang der 30er Jahre, als dann das Verhältnis zwischen den beiden aus den unterschiedlichsten Gründen, von denen ich auch schon einige angedeutet habe, etwas auseinandergegangen ist und diese Gemeinsamkeit nicht mehr so intakt war, hat sie dann schon auch versucht, selber auch zu Bühnenengagements zu kommen, ohne Karl Valentin. Okay, dann sind wir nach dem Krieg. 1947 und 1948 sind sie nochmal aufgetreten. 1948 ist Karl Valentin gestorben. Wie war das nach so vielen Jahren? Ja, erstaunlich, dass die beiden überhaupt nochmal zusammengespielt haben und soweit ich das jetzt beobachten konnte, durchaus zu diesem Einvernehmen oder zu dieser gemeinsamen Zusammenarbeit und diesem improvisierten Miteinander auch dort noch gefunden haben, nach so langer Pause, Bühnenpause der beiden. Es war halt nur leider so, erstens war Karl Valentin damals schon, also 47, 48, schon geraume Zeit vor seinem Tod gesundheitlich angeschlagen, hat sicher öfter auch eine Spätfolge, also eine Altersfolge seines Asthmas und aufgrund seiner körperlichen Konstitution natürlich hatte er auch nichts, wovon er zehren konnte. Er hat da sicher auch Hunger gelitten und alles, was er dann versucht hat, war einfach, um überhaupt nochmal das tägliche Brot sich zu verdienen. Das Problem war halt, das hat sich auch beim Rundfunk gezeigt, als dann der Bayerische Rundfunk gegründet worden ist nach dem Krieg, hat Karl Valentin da auch nochmal Kontakt gesucht. Hat auch eine eigene Sendung dann zugestanden bekommen. Aber nach kurzer Zeit muss es wohl so gewesen sein, dass man dies weiß, hat man dann die Sendung wieder abgesetzt. Möglicherweise auch deswegen, weil es einfach nicht mehr nach dem Geschmack des Publikums war. Die traumatisierten Menschen im zerstörten München, die haben Trost und Empathie gebraucht. Aber das waren halt Tugenden, die nicht die Stärke von Karl Valentin waren. Kommen wir noch ganz kurz zu dem Museum in München. Das Valentin-Karlstadt-Museum, also wirklich mit Ä geschrieben. Du kennst das ja durch deine Recherchen. Da möchte ich nur ganz kurz, wir haben einen interessanten Eintrittspreis. Ja, der ist meines Wissens aktuell 3,99 €. Ein Besucher, der den abgezählten Betrag hinlegt, kann sich der besonderen Sympathie der Museumsangestellten sicher sein. Vielleicht auch derjenige, der pünktlich 1 Minute nach 11 kommt,
denn die Öffnungszeiten belaufen sich, das Museum öffnet um 11.01 Uhr und schließt um 16 oder 17.59 Uhr, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Also ausdrücklich nicht zur vollen Stunde, sondern eben eine Minute später bzw. früher. Okay. Und eben 3,99 Euro. Geld bitte. Wer mal in München ist, dem sei das Besuch des Museums nur ans Herz gelegt. Neben dem berühmten Nagel, der im Treppenhaus hängt, in dem gewendelten Treppenhaus, gibt es so viel zu sehen und zu schmunzeln. Mhm. Wer es angeschaut hat und wer dann vielleicht auch im Turmstübel gesessen ist und dann noch eine Hefe oder irgendwas getrunken hat und als er sich gedacht hat, da rund um die und sich das nochmal vergegenwärtigt und nochmal Revue passieren lässt, der weiß eigentlich schon, was den Künstler Karl Valentin und Wiesel Karlstadt, ich will die immer beide eigentlich, bin ich immer bestrebt und versucht, beide zusammenzunehmen, weil sie eben beide als Gesamtkunstwerk so einzigartig waren. Ja, es wird jetzt auch in dem Begleittext zu diesem Video, zu diesem Gespräch, wird es einige Links geben zu Texten, zu Podcasts vor allen Dingen, natürlich auch zu dem Wiesel-Karlstadt-Museum und zu vielen Informationen, damit man sich da noch weiter vertiefen kann, wenn man das denn möchte. Dann kommen wir doch jetzt mal zum falschen Karl Valentin. Erzähl doch mal, um was geht es in deinem Buch? Ja, der Roman spielt Mitte bis Ende der 20er Jahre. Das ist die Zeit, wo Karl Valentin auf dem Höhepunkt seines Erfolgs war. Da hat er also neben seinen Engagements in München auch sehr, sehr lukrative Gastspiele, zum Beispiel in Berlin, gehabt. Und da war er also auf dem Zenit seiner Karriere. Ja, worum geht es in dem Buch? Die Romanhandlung wird in Gang gebracht von einem Brief. Einen Brief, den Karl Valentin, und damit meine ich jetzt den echten Karl Valentin, Mitte der 20er Jahre bekommen haben muss. Darüber sind sich die Valentin-Biografen und Forscher einig, dass es den Brief gegeben hat. Man irgendein Impresario oder Filmproduzent aus den Vereinigten Staaten, wer das gewesen sein könnte, ist umstritten, aber es war jedenfalls einer, der Karl Valentin und Liesel Karl Valentin 2 Millionen Reichsmark umgerechnet, also in amerikanischer Währung 5.000 Dollar pro Woche für 2 Jahre Bühne und Film geboten hat. Also Karl Valentin sollte in die Vereinigten Staaten dort auftreten und sicher auch an vielen Projekten teilhaben, als Schauspieler auftreten. Wie gesagt, Karl Valentin war durchaus weit über München und auch über Deutschland hinaus durchaus bekannt. Gerade diese Vergleiche mit Charlie Chaplin wurden in vielen auch Zeitungen der deutschsprachigen Communities in den USA angestellt. Von daher fügt sich das Bild in eben diesen Eindruck, dass Karl Valentin eben ein Künstler war, der eigentlich über München weit hätte hinauswachsen müssen. Ja, wenn er nicht so große Angst vor dem Reisen gehabt hätte. Mhm. Das ist der Ausgangspunkt, dieser Brief, der Karl Valentin ins Haus flattert. Jetzt der Karl Valentin meines Romans. Die Handlung des Romans ist fiktiv und natürlich auch der falsche Karl Valentin, der Doppelgänger, der dann plötzlich in München auftaucht. Aber den Brief hat es gegeben. Das war für mich auch ein bisschen der Anstoß dazu, die Sache weiterzudenken und zu überlegen, was denn durch den Brief in Karl Valentin in Gang gekommen sein könnte. Und das habe ich eben in dem Roman, wie gesagt, der ansonsten völlig fiktiv ist, die Handlung ist fiktiv, auch der falsche Karl Valentin ist fiktiv. Es geht ja da um einen Betrüger, der dann einfach sagt, ich will Karl Valentin sein. Es gibt noch einen Link quasi in die gemeinsame Vergangenheit mit der Pleite des elterlichen Betriebes.
die dort angespielt wird. Und dieser falsche Karl Valentin, der macht sich quasi sein ähnliches Aussehen zunutze und will dann auch die Bühnenauftritte von ihm übernehmen. Und das sorgt für einige Unruhe. Das kann man wohl sagen. Karl Valentin muss sich also mit einem Konkurrenten herumschlagen, der also noch dazu sehr, sehr gerissen ist. Dazu muss man wissen, dieser falsche Karl Valentin, dieser Leopold Velano, wie er im Roman heißt, der ist der Spross einer Viehhändlerdynastie, die in München zu Geld gekommen ist und sich unter windigen Umständen dann ein Palais in Bogenhausen gebaut hat. Bis dann doch die Schulden zu groß waren und sie vor den Gläubigern nach Amerika geflüchtet sind, die Familie. Und Velano Senior, also der Vater des falschen Karl Valentin, der hat dann sein Geld in den USA mit Stahlerzeugung gemacht, in Pittsburgh. Aber Viehhändler sind ja bekanntlich sehr gerissene Hochstapler, auch sehr gute Schauspieler, die haben schon ihr Handwerk verstanden. Und bei den Velanos ist da auch der Apfel nicht weit vom Stamm gefallen. Sprich, der falsche Karl Valentin im Roman, der Ludwig Velano, war ein ebenso ein gerissener Hochstapler, Schauspieler. Aber er hat eben auch Eigenschaften, die ihn von Karl Valentin abgehoben haben. Er war unerschütterlich optimistisch. Er hat mit den Leuten umgehen können, war umgänglicher und er war ruhiger, gelassener. Viel gelassener als der immer etwas zappliche, manchmal auch etwas misstrauische, bisweilen sogar misanthropische Karl Valentin. Und dieses Nebeneinander dieser beiden Künstler, die sich gegenseitig belauern, das macht also die Romanhandlung aus. Und im Hintergrund ist dann noch der Brief. Ja, was passiert? Was hat eigentlich Karl Valentin mit dem Brief gemacht? Hat er ihn zerrissen? Ja, das, wie du auf die Geschichte gekommen bist, ne? Der Brief. Genau. Zunächst mal vielleicht noch eins, warum ich einen Roman über Karl Valentin geschrieben habe, das hat wahrscheinlich mit dem Brief auch gar nichts zu tun, das kam erst später. Die Geschichte, wie ich auf die Idee gekommen bin, mich mit Karl Valentin überhaupt wieder mal zu beschäftigen, ich habe mich schon als Schüler mit ihm beschäftigt, weil ich Mitglied einer gymnasialen Theatergruppe war, aber das ist natürlich lange her und ich hätte vermutlich nie die Idee gehabt, jetzt einen Roman über Karl Valentin zu schreiben, wenn ich nicht vor einigen Jahren in einer Zeitungsnotiz auf eine sehr plakative Gemeinsamkeit zwischen Karl Valentin und mir gestoßen wäre. Wir haben am gleichen Kalendertag Geburtstag. Es war für mich der Anlass, mich wieder intensiver mit ihm zu beschäftigen, auch über sein Leben und mich mit Biografien zu beschäftigen über ihn, auch mit Biografien über Liesel Karlstadt natürlich, ist genauso wichtig. Und da bin ich halt irgendwann auf diesen Brief gestoßen. Und das war dann irgendwie die Idee, hoppla, da kann man doch als Romanautor was draus machen. Das war also der erste Anstoß kam durch den gemeinsamen Geburtstag, die Idee, überhaupt mich wieder mit ihm zu beschäftigen und am Ausgangspunkt des Plottens und des Roman-Ausfantasierens stand eben dieser Brief. Wie gesagt, den Brief hat es tatsächlich gegeben. Alles andere, was im Roman erzählt wird, natürlich nicht. Okay. Wir haben ja darüber gesprochen, dass er wirklich ein Hypochonder war, dass er Lampenfieber hatte. Du tust ja in deinem Roman dem Karl Valentin richtig was Gutes. Er macht autogenes Training und das wirkt auch richtig gut. Er macht sogar zum Schluss eine große Reise. Also Dinge, die man sich eigentlich von dem realen Karl Valentin gar nicht vorstellen konnte. Das ist völlig richtig. Es ist interessant, ich habe auch zur Geschichte des autogenen Trainings, das ja heute eine sehr anerkannte Art der inneren Entspannung und Beruhigung ist, habe ich ein bisschen recherchiert. Und es ist tatsächlich so, dass das autogene Training Mitte der 20er Jahre von einem Berliner Psychiater oder Psychologen erfunden worden ist. Und dann auch im
in der praktischen Anwendung dann auch bald von Ärzten im Umkreis dieses Entdeckers, wenn man so will, ausprobiert und praktiziert worden ist. Für mich ist es im Übrigen auch sehr, sehr bezeichnend, dass das autogene Training mitten in dieser unruhigen Zeit der Roaring Twenties entstanden ist. Das hat für mich im Grunde genommen schon seinen Grund. Und bei Karl Valentin wird es dann also im weiteren Verlauf der Romanhandlung diese Beruhigungstherapie eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Das ist alles soweit, alles auf, das ist freilich alles, wie ich gesagt habe, alles auf historisch gesicherter Grundlage. Mhm. Wie gesagt, wann sonst als in den fiebrigen, unruhigen 20er Jahren, wo so vieles, was dann ja noch Schlimmeres kommen sollte, sich schon irgendwie abgezeichnet hat. Das war also etwas, was in die damalige Zeit gepasst hat. Und es passt einfach auch so zu Valentin. Diese ganze Unruhe, die durch seine Kurzatmigkeit und durch seine sprunghafte Persönlichkeit, das kann man damit ein bisschen, man kann das sicher nicht heilen, aber man kann es eben therapieren. Du wolltest also der Liesel Karlstadt irgendwie was Gutes tun, zumindest mal im Roman, dass sie nicht so viel Stress mit ihrem Karl Valentin hatte. Genau. Ja, damit sind wir auch wieder bei dem Punkt, ich erzähle hier in dem Roman sozusagen zwei Geschichten. Die Geschichten zwischen dem echten und dem falschen Karl Valentin. Aber was mir auch wichtig ist, ist eben auch die Geschichte zu erzählen des Bühnenpaares und, ja, wenn man es denn so sagen will, auch verkappten Liebespaares Karl Valentin, Liesel Karlstadt. Da habe ich also sehr viel Augenmerk drauf gelegt, wobei das, sage ich ganz offen, sich auch erst im Lauf des Plottens und auch der Niederschrift so ergeben hat, dass das eben für mich so sehr viel auch genauso wichtig ist wie jetzt die Frage, wie das Duell zwischen den beiden Valentins ausgeht. Mhm. Eben auch diese vielschichtige Beziehung Karl Valentin, diesen Karlstadt im Hinblick auf diesen Ausgangspunkt, Brief aus den Vereinigten Staaten, 2 Millionen Reichsmark für 2 Jahre, Bühne in Amerika, vor diesem Hintergrund mir zu überlegen, was hätte denn vielleicht sein können. Wenn ich das jetzt mir richtig gemerkt habe, war Karl Valentin war verheiratet, er hatte ein Verhältnis mit Liesel Karlstadt und hat sie dann verlassen, um mit seiner Sekretärin zusammenzukommen. Er hat also wirklich nichts anbrennen lassen. Naja gut, ich will es nicht ganz so scharf formulieren. Karl Valentin hat schon auch immer versucht, also die Formen zu wahren. Er hat also Liesel Karlstadt in der Öffentlichkeit, also zumindest in der großen Öffentlichkeit, nicht geduzt und hat alles vermieden, um irgendwie den Eindruck zu erwecken, dass sie eben mehr sind als nur Bühnenpartner. Er war schon in gewisser Weise auch trotz seiner schwierigen Persönlichkeit ein Familienmensch, dem seine Familie, insbesondere dann auch seine jüngere Tochter, die Mädi, die im Roman auch vorkommt, schon auch wichtig. Also ich will ihn da jetzt also auch ein Stück weit in Schutz nehmen. Was natürlich immer ein Problem war, ist, wenn er in gewisser Weise das Problem war für ihn eigentlich eher, dass dieses Verhältnis zwischen ihm und Karlstadt über so lange Zeit so changiert hat und es einfach nicht austariert worden ist, sodass da eben dieses Bild in der Öffentlichkeit entstanden ist, dass das eben, dass man teilweise von ihm gezeichnet hat. Deswegen habe ich auch darauf geachtet, dass ich also beiden gerecht werde, sowohl Liesel Karlstadt als auch eben Karl Valentin.
Dann kommen wir doch mal kurz. Gesagt, da darf ja der Autor aufgrund seiner literarischen, epischen Freiheit auch sich ein bisschen so seine eigenen Akzente setzen. Kommen wir noch mal zum Antagonisten. Du hast ja schon ein bisschen was erzählt, aber das ist ja wirklich ein richtiges Früchtchen. Ich bin ja selber Krimi-Autor. Also so eine Figur zu entwickeln mit so viel Skrupellosigkeit, das macht schon Spaß, oder? Ich war überrascht, dass es mir doch relativ gut gelungen ist. Ich bin ein Mensch, dem dieses Skrupellose, dieses Hochstaplerische, mir selber ist es fremd. Ich habe mich an die Figur aber trotzdem ganz gut herantasten können, weil es eben auch durch den Plot, der sich ja beim Planen und Ausdenken sehr früh abgezeichnet hat, so einfach auch vorgegeben war. Und mir war es halt wichtig, mir zu überlegen, welche Charaktereigenschaften könnte ich ihm noch geben, die nicht nur negativ sind. Ja, das ist mir auch wichtig, dass auch der Antagonist, der Bösewicht, dann auch seine guten Seiten hat. Mhm. Und da habe ich auch versucht, da ein bisschen drauf zu achten. Insbesondere eben dem meist pessimistischen Karl Valentin eben einen rundheraus optimistischen Menschen entgegenzusetzen. Und Optimismus ist ja eine Tugend, die uns allen in jeder Situation gut tut. Das kann ich durchaus mit Fug und Recht sagen, weil ich manchmal auch etwas zum Pessimismus neige. Kommen wir nochmal zu Liesel Karlstadt. War das wirklich so eine leidenschaftliche Automobilfreundin? Das erinnert mich so ein bisschen, Entschuldigung, so ein bisschen an Erika Mann, die auch Langstreckenrennen gefahren ist. Okay, also es ist überliefert, dass sie ein Auto hatte. Mhm. Auch es ist auch überliefert, dass es ein Opel Cabriolet war. Mhm. Das Auto hat, das gebe ich durchaus zu, in dem Roman eine ziemlich wichtige Stellung. Das lag aber jetzt weniger an der historischen Liesel Karlstadt. Ich würde sie nicht als Automobilnärrin bezeichnen. Für sie war halt das Auto ein Fortbewegungsmittel, mehr wohl nicht. Dass das Auto sich in der Romanhandlung dann doch ein bisschen breiter gemacht hat, liegt einfach daran, dass sich auch die beiden Josefs, den Josef Kolb und den Josef Rankel, mit denen Liesel Karlstadt zuerst mit Josef Rankel und dann mit Josef Kolb liiert war, dass natürlich auch diese Männer in der Romanhandlung eine Rolle spielen. Und immer wenn so ein altes Fahrzeug, das ja durchaus noch seine Mucken hatte und seine Anfälligkeiten vor 100 Jahren, da war natürlich immer gut, wenn da auch ein Mann in der Nähe war, der mal Hand anlegen kann, wenn irgendwas kaputt geht. Aber nochmal zu der Bahn. Auch mit einem bestimmten, mit einem gewissen Lächeln auf den Lippen. Vielleicht hat sich das Auto ein bisschen zu breit gemacht in dem Roman, aber ich habe mich sehr mit ihm angefreundet. Mhm. Kommen wir nochmal zur Romanhandlung. Ist es eigentlich realistisch, dass in der gleichen Stadt ein Doppelgänger eines Komikers auftritt und dem nicht sofort die Polizei auf die Pelle rückt? Du hast völlig recht mit dieser Frage. Das ist mir sehr wohl bewusst, dass das ein bisschen, der Gedanke daran ein bisschen weit hergeholt ist. Ich möchte mich aber trotzdem erklären, was mir auch damit wichtig war. Es geht mir in der Geschichte nicht so sehr, also zumindest nicht ausschließlich und in allererster Linie darum, das reale Nebeneinander- und Konkurrenzverhältnis zweier Personen zu beschreiben. Für mich hat der falsche Karl Valentin immer noch eine andere Rolle gespielt in dem Roman, eine andere Funktion ausgeübt, das im Übrigen auch auf dem Cover des Buches sehr schön zum Ausdruck kommt, wo also ein Schatten in der Karl Valentin zu sehen ist. Ja. Dieser Velano war für den Karl Valentin in meinem Roman und wäre es auch für den echten Karl Valentin gewesen, so eine Art Schatten. Eben weil dieser
Doppelgänger, dieser falsche Karl Valentin, so anders war als der richtige Karl Valentin und deswegen den richtigen Karl Valentin auch mit seinen Schwächen und Lindenblattstellen konfrontiert hat. Ne, der Optimist gegen den Pessimisten, der Skrupellose gegen den oft auch skrupulös ängstlich Vermeidenden und vor allem auch der Charmeur gegenüber dem, ja, dem eher Verkniffenen. Mhm. Das sind ja Dinge, die mit denen es sich, sind das auch seine Schwächen, die es dem Künstler Karl Valentin nicht leicht gemacht haben. Mhm. Sodass also dieser Doppelgänger jetzt nicht nur in Fleisch und Blut ein Nebenbuhler ist, sondern im Grunde genommen auch ein Schatten hinter Karl Valentin, ein Spiegelbild, ein Spiegel sozusagen, der den Karl Valentin mit seinen eben mit diesen Schwächen konfrontiert hat. Und wie gesagt, da muss man auch immer wieder diesen Brief aus den USA dazu denken. Es ist ja kein Zufall, dass dieser Ludwig Velano aus den Vereinigten Staaten nach München gekommen ist, um dem Karl Valentin das Leben schwer zu machen. Dann stelle ich dir jetzt die Abfrage. Aber jetzt bin ich, jetzt muss ich schon immer aufpassen an der Stelle, dass ich jetzt nicht spoilere. Deswegen sage ich da jetzt nichts weiter dazu. Gut. Dann kommen wir zur Abschlussfrage. Und zwar, wer sollte dein Buch lesen? Wer sollte mein Buch lesen? Ja, Karl Valentin ist ja so präsent, auch heute noch, wie nur wenige Künstler seiner Zeit. Allein die Zitate, die man sich auch heute noch erzählt oder die man heute noch kennt von ihm, sind ja Legion. Ich denke, vielleicht sollte auch derjenige, der mit Freude und mit Spaß so sich an diesen Zitaten erfreut oder Karl Valentin auch ab und zu mal zitiert, er sollte sich vielleicht doch auch ein bisschen mit der Person selber beschäftigen. Was war das für ein Mensch? Und was war das Einzigartige an ihm? Was war auch das Einzigartige an Liesel Karlstadt? Immer beide mit Bedacht. Aber eben Karl Valentin, eben dieser einzigartige Universalkünstler, für den es in der Reichskulturkammer kein eigenes Ressort gegeben hat, weil er einfach so einzigartig war. Um nochmal auf dieses Detail von vorhin zu kommen. Viele sind ja auch heute noch fasziniert über die Sprachakrobatik von Karl Valentin. Und es ist auch etwas, was ein bisschen Denksport ist, diese Gedankenpirouetten noch mit nachzuspüren. Und da habe ich schon auch versucht, einige sozusagen zwar rein fiktive Dialoge zwischen Liesel Karlstadt oder auch zwischen Valentin und anderen Personen einzubauen, im Geiste von Karl Valentin. Und noch einen letzten Punkt will ich anfügen. Der Roman spielt in den Roaring Twenties, in dieser fiebrigen Zeit, bei der sich so manches Bedrohliche am Horizont abgezeichnet hat. Ich denke, wer über diese Zeit sich informiert oder sich mit dieser Zeit beschäftigt, ob jetzt im Sachbuch oder im Roman, der erfährt auch ein bisschen, das ist meine persönliche Meinung, auch über die jetzige Zeit, die ja im Grunde genommen genauso fiebrig und ja, unübersichtlich geworden ist. Auch vielleicht jetzt vielleicht nach Corona wir uns jetzt vielleicht in den Roaring Twenties wiederfinden. Ja? Damals war es der Krieg, der die Party zum Stillstand gebracht hat. Heute ist es Corona. Was passiert dann? Also ich denke, diese Zeit damals vor knapp 100 Jahren ist immer noch so brennend aktuell. Auch deswegen bin ich froh drum, dass ich also gerade mich mit dieser Zeit so intensiv beschäftigt habe. Okay, dann kommen wir jetzt zum Schluss. Es war mir ein besonderes Vergnügen, mit dir heute über das Buch zu sprechen. Vielen Dank für die Einblicke vor und hinter den historischen Roman.
Und ich möchte mich natürlich wiederum bedanken bei meinen beiden Kolleginnen, Tatjana und Petra, die jetzt als meine Regieassistentin wieder im Hintergrund dafür gesorgt haben, dass ich heute Abend mich auf die Moderation konzentrieren konnte. Und ich würde mich freuen, wenn Sie unseren YouTube-Kanal, die Literaturhaus-Lichtspiele, abonnieren würden. Und da können Sie noch auf einige interessante Aussendungen freuen. Zu denen komme ich jetzt, zu unseren nächsten Veranstaltungen. Am 16. Februar wird dieser Literaturhaus.salon fortgesetzt. Wir sprechen dann über Paul Celan. Er hatte im letzten Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert und das ist der 50. Todestag. Wir haben Gäste, und zwar den Buchautor Peter Rücklow sowie weitere Celan-Experten, den Herrn Paul Saas, Barbara Wiedemann und Joachim Seng und zum Abschluss dann auch noch die kanadische Dichterin Eleonore Schönmeyer. Das wird eine ganz besondere Aussendung werden und das Besondere da wird sein, da müssen Sie wirklich dann live dabei sein, weil diese Sendung wird tatsächlich nur einmal ausgestrahlt. Mit den Protagonisten einer Leidenschaft geht es am 2. März weiter. Da spreche ich dann mit Mascha Vassena über das spannende Leben einer Literaturagentin. Lieber Martin, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, machen Sie es gut. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vor allem bleiben Sie gesund.